Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Wizard... ne, bei Mirror's Edge. Sorry. Ja, man merkt, welches Spiel ich im Moment am meisten spiele. Aber es dürfen nicht alle anderen Spiele verloren gehen, außer Acht gelassen werden. Ach, guck mal, was wir da haben. Mann, ich bin doch ein Fuchs. Wenn man einmal weiß, wo es lang geht, dann denke ich, ist das Spiel auch schnell gemacht. Ne? Nur man muss erstmal herausfinden, wo genau die richtigen Wege sind, um hier erfolgreich sich die Knochen brechen zu können. Ich müsste gleich unter dir sein. Och nee, ne? Ja, ja, schießen Sie scharf, du Mistkerl. Jetzt muss ich das schon wieder machen. Ja, ja. Tu nicht so, als wäre es anstrengend. Du bestehst nur aus Pixeln, gute Frau. Wo ging's lang? Ach ja, genau. Guck mal das. Nee, nee. Erstmal hier runter. Hui. So, eine Alternative gibt es nicht. Oh. Ah, ich hab's geschafft. Gut. Stop. Stop hört sich gut an. Dann gehen wir rein. Der sieht aber ziemlich aus. Hey, man. Yeah, I know, I just don't really give a shit anymore. That asshole has been on my car since I started, I think, bla bla bla. Ne, das ist mir zu viel. Das wollen wir jetzt nicht alles lesen. Das hört sich nach so Pillepalle an. Lastenaufzug. Und das bedeutet jetzt was? Was bedeutet das jetzt für uns? Das werden wir noch herausfinden. Stopp, stopp, stopp. Über die Stoppschilder. Die Stoppschilder. Die Stoppschilder. Überall sind lauter Stoppschilder. Ist ja wirklich eine komische Sache. Und nun? Ja, jetzt habe ich den Lastenaufzug aktiviert, aber was bringt mir das? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gar nichts. Muss ich den wieder aktivieren, damit er runtergeht? Ach, ich kann den gar nicht nochmal aktivieren. Na gut. Was ist das denn hier? Das ist doch irgendwas. Hm. Ich habe den Lastenaufzug aktiviert. Und jetzt muss ich wieder hoch, oder wie? Komisch. Der Kairos ist auch verpeilt wahrscheinlich, ne? Das ist aber auch schwer beim Let's Playen, so alles im Auge zu behalten. Manchmal übersieht man so essentielle Sachen. Ach, guck mal hier. Oh, warum rollt die sich denn nicht einfach ab? So. Puh. Ich habe da irgendwas gehört. Ach, sehr interessant. Elektrische Türen. Voll coole Erfindung. Diese ganzen sterilen Gebäude in diesem Spiel. Ne? Level wird geladen. Oh, oh, was erwartet uns? Ein Aufzugfahrt. Schön. So, wo bringt uns dieser Aufzug hin? Ins Verderben höchstwahrscheinlich.
Jackpot. Ich habe das Nervenzentrum gefunden. Könnte eine Art Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie sie denn? Als ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder besteuert haben. Was bleibt denn noch, hä? Hier. Smirk, hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe. Wieso? Dieses Training, Merk. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger. Sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner. Alles okay da oben? Ruhig wie im Grab, nur ich, die Vögel und die beste Überwachungsausrüstung, die man aus dem Schwarzmarkt bekommt. Was ist der? Der? Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn an Deck eines Schiffs im Hafen gesehen. Hör zu, Faith, du hast genug getan. Im Moment scheinst du mitten in der Höhle des Löwen zu sein, also mach, dass du da rauskommst. Ob auf jeden Fall. Ach du liebe Güte. Der Funk flippt aus, die Cops haben dich entdeckt, nichts wie raus. Klar haben die mich entdeckt. Verflucht! Ja, siehste. Was ist das denn für komische Hampelmänner? Ich weiß überhaupt gar nicht, ob das hier im Ansatz der richtige Weg ist, den ich jetzt laufe. Einfach mal drauf ankommen lassen. Hilfe! Hilfe! Tut mir nichts, ihr bösen Buben. Ich bin ganz lieb. Ich laufe hier nur ein bisschen rum. Nur ein kleines bisschen rumlaufen. Huch! Na, schnell! Schneller, Mädchen! Wo ist denn hier? Wer soll jetzt hier lang? Hä? Die haben doch hier reingeguckt in den Aufzug. Recommended by Dr. Dave. Do you dream of an apartment on Arlington Drive? Bank Credit National. Dicklas Donuts. Sugar-free, low-carb. Null Transfats. Ist auch egal. Hä? Clipping. Auch Mensch, diese Aufzugfahrten, die haben mich beim letzten Mal schon gestört. Da ist man gerade gut drin und dann wird man so unterbrochen davon. Vor allem, man sieht ja auch gar nicht, dass sich hier irgendwas bewegt. Man denkt, das Spiel wäre jetzt irgendwie abgestürzt. Was es aber nicht ist. Oh oh. Das war bestimmt so gedacht, oder? Mist. Wohin? Hoch. Hoch, 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 hoch. Ich will gar nicht nach hinten gucken. Hilfe. Leg dich nicht mit denen an. Lauf. Natürlich leg ich mich nicht mit denen an, du Schlaumeier. Vor dir sind Bahngleise. Das könnte ein Weg raus sein. Boah, wo lang? Du sollst einen Schienen, lass dich mitnehmen. Wie jetzt? Scheiße, scheiße! Ich bin ein Volltrottel! Aber was machen die eigentlich? Die laufen nur hier blöd rum, die Affen. Scheiße, komm. Ach, da geht's weiter. Nein, lasst mich in Ruhe. Was? Scheißdreck. Na komm, das kriegen wir aber jetzt schnell hin, oder? Bist du an den Schienen? Lass dich mitnehmen. Ja, mach ich auch. Gute Arbeit. Ich werde versuchen, die Infos über Icarus zu verbreiten. Puh. Ich muss die anderen Runner warnen. Geschafft. Tu das. Ich nehme diesen Kerl mal vor. Hm.
Okay, wir haben begriffen, sie läuft. Aber bitte stürm da nicht einfach rein, Kleine. Das ist Popes Mörder. Da draußen könnten noch mehr Cops sein. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden dich sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Gut. Was soll der Mist? Ich muss zu diesem Schiff. Es sind einige Formalitäten zu erledigen. Dann können Sie weiter. Okay, das hier wird jetzt eine Schleichmission, oder wie? Hört sich an, als könntest du blinder Passagier spielen, Trey. Schnell, bevor er weiterfährt. Wer denn? Wo denn? Ach, weißt du was, Kumpel? Ich mache hier so ein paar Übungen. Ach, da in den LKW muss ich... Hey, jetzt mach schon voran. Muss ich denn hier lang? Ja, ich weiß, dass ich da hin muss. Ach, guck mal, da ist eine Stange. Alter Schwede, du sollst dich da festhalten. Quetsch dich doch da durch einfach. Ob das überhaupt gerade der richtige Weg war? Na los, hoch mit dir! Weiß es nicht. Also da kann ich definitiv mal nicht hin. Ach, oder so einfach, ne? Der berühmte Wandsprung. Ach, jetzt geht's schon nach hoch. Hä? Ich bin doch da drauf gelandet. Oder hätte ich das nicht gedurft? Stand das so nicht im Skript? Scheiße. Hep und hep. Schön, Face. Ich glaube, ich bin in diesem Spiel schon einige Male gestorben. Ein paar Mal. Nur ein paar Mal. Nicht so oft. Hallo, Schwein. Schwein. Genau, die Faith ist ein Schwein. Einfach so. Weil sie es nicht schafft, mich hier schnell durchs Level zu bringen. Komm. Leute, Leute. Was bin ich untalentiert in diesem Spiel? Das ist wirklich Wahnsinn, oder? So. Ich muss doch garantiert auf das Blaue drauf. Jetzt hoch mit dir, Mann. Wo soll ich sonst hin? Warum ist sie da eben nicht draufgesprungen? Ja, komm, ist gut. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Plong, da sind wir. Hallo. Mit was China. Was ist eigentlich auf diesem Schiff? Keine Ahnung. Vielleicht Waffen. Könnte was mit diesem Projekt Icarus zu tun haben. Wenn du den Typ auf Deck gesehen hast, solltest du dich dahin aufmachen. Sobald du deinen Killer gefunden hast, hol dir ein paar Antworten und sieh zu, dass du wegkommst. Da sind eine Menge Cops, also bereite dich auf einen Kampf vor. Hm. Hier drin werden China-Süppchen transportiert. Das kann ich lesen. Thai Chef Huhn. Für Pennymarkt. Ah. Aber Thai Chef Huhn wurde aus dem Programm genommen. Nur mal so am Rande. Ja. Wir fahren im LKW. Juhu. Im LKW ist grünes Licht. Warum auch immer. Warum ist grünes Licht hier drin? Warum ist nicht weißes Licht hier drin? Oh oh. Kann die sich nicht da irgendwie verstecken?
Ach, die Folge ist zu Ende. Scheiße. Nee, nee, wir warten jetzt gerade noch, bis die Tür aufgeht. Oh, jetzt geht's rund. Nein! Scheiße. Das geht jetzt wahrscheinlich direkt mal voll in die Hose. Dum-di-dum-di-dum. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah! Nein, ich bin gar nicht von hier. Hab mich nur verlaufen. Ja. Ist gut, Leute. Ist gut. Da oben. Da ist ein Rohr. Komm. Kraxel das Rohr hoch, junge Frau. Scheiße. Nein. Hoch da. Ah. Oh, tot bin ich. Ja, damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen.